Ja, es steckt in dem Wort eh schon sehr viel drinnen. Es geht um die Weiterentwicklung, schonenden Umgang mit der Natur, mit den Reben, sehr viel Bewusstsein, das da drinnen steckt, also persönliche, individuelle Kräfte, die man einsetzt. Und man arbeitet einfach mit den natürlichen Kreisläufen in der Natur, auch mit geistigen Kräften und auch mit den Astralkräften. Also es sind sehr viele Einflüsse da und es wird einfach komplexer betrachtet. Und das ist das Spannende daran. Als erstes Wort dazu fällt mir eigentlich Freiheit ein und das steht auch auf unserer Flasche drauf, in dem Fall graue Freiheit. Also man hat viele Privilegien, glaube ich, als Unternehmer. Natürlich auch entsprechend viel Verantwortung, die aber genauso reizvoll ist aus meiner Sicht. Und der Umgang mit den Menschen, mit den Mitarbeitern macht es sehr spannend. Und ja, einfach etwas zu bewegen und vielleicht die Kreativität walten zu lassen, das würde ich als mit Hauptgrund auch dazu heranziehen.